Ich gebe ihm Paliperidon. Danke. Informieren Sie mich, wenn er sich erholt. Dann arbeiten wir weiter. Sie experimentieren jetzt schon über ein Jahr mit ihm. Der Mann braucht eine lange Pause. Machen Sie Ihren Job, Doktor. Und ich mache meinen. Wie geht es dir, Dad? Alles okay bei dir? Ich weiß, es ist schwer ohne Mann. Unsere Firma kriegt keine Aufträge wegen der beschissenen Wirtschaft. Ich war seit einer Woche nicht arbeiten. Das ist hart. Ich habe einen Scheck geschickt. Der müsste heute oder morgen kommen. Und jetzt zu Ihrem Zentralrechner. Wir haben den perfekten Kandidaten, Desmond Miles. Sein Stammbaum passt zu den Erinnerungen von Subjekt 16 an Ezio Auditore. Aber höchstwahrscheinlich wird er die wichtigen Details nicht freiwillig verraten. Desmond ist der Schlüssel zur Auffindung der Edensplitter. Unsere Forscher haben Tests durchgeführt. Wenn wir nur einen davon in einen Satelliten mit dem richtigen Winkel zur Erde platzieren, dann wäre Utopia zum Greifen nah. Ja, das ist es. Ich weiß, was Widdick vorhat. Wir können gehen.
Lucy, jetzt kommt Ihre Vorgeschichte zum Tragen. Falls unsere Animus-Experimente mit Desmond nicht nach Plan laufen, holen Sie ihn raus. Bringen Sie ihn irgendwo hin, wo er seine Geheimnisse gerne preisgibt. Ihre Assassinen sollten Ihnen dabei helfen. Da Desmond unsere E-Mails lesen wird, sorgen wir dafür, dass Ihre geheime Kommunikation mit den Assassinen ungestört bleibt. Wenn Sie drin sind, komme ich und hole die Animus-Bänder. Und spielen Sie die Zornige. Sie müssen sehr überzeugend sein. Desmond wird Sie zum Apfel führen und dann bringen Sie ihn direkt zu uns. Wir zählen auf Sie, Lucy. Sie haben dem Templerorden gute Dienste geleistet und Loyalität vergessen wir nicht. Ach ja, sobald Sie in deren Versteck sind, können Sie ja mal fragen, warum die Sie so viele Jahre im Stich gelassen haben.